Okay, ich muss irgendwie da runterkommen. Stack wurde zu Scarecrow im zweiten Luftschiff gebracht, aber es ist mit Geschützen gesichert. Einen Moment bitte, Sir. Gut, der Plan zeigt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hecks des Luftschiffes, in dem Sie sind. Die Geschütze sollten sich von dort aus ausschalten lassen. Nee. Die Zugangspunkte wurden dafür programmiert, nur Stacks Stimme zu erkennen. Wie, also kann ich nicht da durch? Ernsthaft? Okay, dann muss ich irgendwie gucken, wie ich dann da doch so irgendwie hinkomme. Da so. Boah, kack die Wand doch an, Alter, jetzt. Das ist ein Aufzug. Wie soll ich denn... So, Sicherheitsschloss mit Stimmerkennung. Ja, das bringt mir jetzt dann wenig. Wenn ich ja nicht durchkomme. Guck, da ist auch noch ein Sicherheitsschloss. Ich schau einfach mal. Es muss noch ein Stabilisierungsterminal in der Nähe zum Überbrücken geben. Okay. Da muss ich jetzt einen Weg durchfinden. Was kann manuell überbrückt werden, um... Fast, Bats. Ich hab gespürt, wie du die Kontrolle... Ah, das ist eine Aufgabe. Okay, das mache ich noch. Ich hoffe mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus. Für dich. Ja, ein bisschen von oben, ne? Schau ich mir das Ganze an. Von der Seite. So. Alter. What? Rot heißt für nicht kippen, ne? Genau. Das lassen wir jetzt auch mal. So. Jetzt muss ich mal gucken. Das muss... So. Und das... Nee. Nee, 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 nee. Nee. Grün. Stuff. Normal. Jetzt muss es deaktiviert sein. Das da hinten.
So. Auch feste machen. So. Das müsste der Durchgang sein. Hast du geglaubt, du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten, Batman? Du hast nur das Unausweichliche hinausgezögert. Gotham gehört mir. Und ich mache mir gehört Gotham. Das gilt auch für deine Freundin. Arme kleine Barbara Gordon. Schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit kauert und den Helden verflucht, der sie im Stich gelassen hat? Sie ist dein Schwachpunkt. Deine Besessenheit zu ihr zieht dich immer weiter in den Abgrund. Ich hätte sie direkt töten lassen können. Es wäre grausam, sadistisch, brutal. Aber ich habe andere Pläne für euch beide. Was ist das für Viecher? Mehr durch die Luke nicht mehr. Ich muss ja jetzt hier lang. Durch das Labor. Hör mal, was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern dein Verstand. Also, ja, ich weiß. Sind wir noch Freunde? Ja, Freunde fürs Leben. Ich bin eh unschuldig. Freunde fürs Leben. Das ist Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Irgendwas mit Angst hier. Ihr habt einen blinden Passagier. Findet ihn. Unmöglich. Batman ist nicht so dumm, hier hochzukommen. Ach du Scheiße. Wenn er hierher kommt, ist er tot. Bild dir nichts ein. Du bist nichts im Vergleich zu ihm. Verwende die Drohne weise. Angst Multi. Die Konsole. Ich muss erst alle Gegner ausschalten, bevor ich sie benutzen kann. Und komm? Ja, komm doch. Wo? Da. Wie? Wirklich? Nein. Ja, komm hoch. Jetzt findet der eine das. Wie viele waren das jetzt? Das ist der vierte. Wie zum Teufel sollen wir diesen Typen schlagen? Ja, jetzt komm doch. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Ich gebe nach dem, der die Fledermaus erwischt hat. Gute Idee. Da sie jetzt aus dem Weg sind, kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren. Sehr gut, Batman. Aber mal ehrlich, es liegt alles nur am neuen Anzug und nicht am ausgedienten Helden darin, oder? Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Geil, ey. Okay. Machen wir erstmal das hier. Auf dieser Aufnahme hinterlässt Stack keine Fingerabdrücke. Laufen, laufen, laufen. Laufen, 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 laufen. Mal gucken, ob der Stack kommt.
berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Okay. Oh, kack, die waren alle, wie lange man hier braucht, um das zurück zu spulen, das Ganze. Hätte man auch echt leicht machen können mit Dings hier. Mit Taste. Da war doch voll noch was am Anfang. Am Anfang war da was. Da ist er, guck mal hier. Hallöchen. Mal gucken. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Okay, da auch nicht. Nein, nicht die Taste. Die Rücktaste. Gehen wir da mal ins Geschehen rein. Jetzt muss ich alle Bildschirme absuchen. Das reicht nicht. Ich muss Stellen finden, an denen Stack am ehesten Fingerabdrücke hinterlassen hat. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Ich glaube, das war's. Und dann machen wir the last but not least. Warte. Das ist mir keine Hilfe. Ich muss einen Moment abpassen, in dem Stack eine Oberfläche im Raum berührt. Ja gut, warte. Hier ist nichts. Ich muss rausfinden, nein, welche Oberflächen Stack angefasst hat. Ja warte, Alter, ich bin noch nicht so schnell. Kein vollständiger Handabdruck. Es müssen Augenblicke sein, in denen Stacks Hand flach aufliegt. Was glaubst du, was ich hier gerade mache? Dann spule ich halt mal kurz vor. Das hilft mir nicht weiter. Ich muss rausfinden, ob Stack irgendwas angefasst hat. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Ja. Rekonstruieren Sie. Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen klitzekleinen Stückchen? Oh, apropos klitzekleine Stückchen. Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch drei Stellen zu scannen. Dann kamen die, glaube ich, von hier unten. Hier war noch ein Abdruck. Stack hat Abdrücke von seinem Ringfinger und seinem kleinen Finger hinterlassen. Noch zwei Stellen scannen. Ist echt schwierig.